Hi ihr Lieben, so heute geht's los zum YouTuber-Fan-Treffen. Und zwar in Köln von der Lanxess Arena. Ich fahre gerade los, es ist wunderschönes Wetter, endlich kommt die Sonne nochmal raus. Jetzt muss ich erstmal noch tanken und zum McDonald's, weil ich habe noch ungefähr gar nichts gegessen. Dann hole ich meine Freundin ab und ja, dann würde ich sagen, melde ich mich nachher nochmal und ja, tschüssi. Ja, wir stehen jetzt hier und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was hier losgeht. Nicht mich. Oh. Irgendwie sieht das aus, ob alle Leute anstehen, aber ich weiß gar nicht, wofür. Justin Bieber. Justin Bieber kommt. Wie sieht das zumindest aus? Da steht Beauty Dynamite und Chrissy Cosmetics. Jetzt geht's hier voll ab. Irgendwer ist da hinten rausgekommen. Kasara. Ja? Hi. Wir gehen jetzt zum Alexi Bex. Meinst du, erkennt er dich? Oder? Ich weiß es nicht. Wir werden es jetzt sehen. Bist du aufgeregt? Nein, mein Auge tränt. Das geht mir voll auf den Sack. Mal ranzoomen. Oh ja, jetzt sehe ich es. Oh. Kati? Schön! Mit Oma! Die will anscheinend nicht. Ich muss kurz Habe ich dir noch ein Video gemacht? So, wir sind jetzt draußen in der Menge und es hat mich tatsächlich jemand erkannt. Du bist die? Und ich kenne. Ich habe dir noch ein Video von auf der letzten. Das habe ich gar nicht gesehen. Und du bist, du filmst das heißt. Ja, ja. Ich mache auch Video. Ach, du machst auch Video. Ja klar, aber du Video ist auch klar. Kathi. Er kommt gleich zu dir. Hey. Viel Spaß noch, oder? Ja, dir auch. Okay. Wie lange bist du da? Wenn wir ein Stück noch machen. Kann sein. Ich bin jetzt von hinten. Habe ich bei dir hier so lange angestanden? Ja, sorry. Sag mal, geht's. Wir fragen uns, mit was der da filmt. Was zum Teufel ist das? So, wir gehen jetzt wieder zurück. Es wird jetzt echt zu kalt. Oh, meine Füße. Alles schon abgefroren. Füße, Nase.
Zu den meisten Leuten kann man eh nicht irgendwie durch. Es stehen einfach zu viele. Ja, und die ich kenne. Die meisten kennt man gar nicht. Also, naja, das sind voll viele, die ich auch gar nicht kenne. Und die ich kenne, habe ich getroffen. Ja. Schick das auch. Ja. Kannst du denn jemanden? Ja, nö. Ich kenne mich da doch noch nicht so aus. Aber außer hier deinen Freund da. Mein Freund? Alexi. Ist das mein Freund? Jo. Okay. Nee, tu das lieber nicht mit rein. Guck mal. Weil du so langsam bist. Also, es war eigentlich ganz cool. Es waren richtig viele Leute da. Ich kann nicht schätzen, wie viele. Bin ich nicht gut drin. Was ich aber ein bisschen komisch fand, also diese ganz großen YouTuber wie Waititi und so, die konnte man eigentlich gar nicht sehen, weil die waren sowas von Menschenmassen belagert und da konnte man nicht durch, da konnte man auch nicht drüber gucken. Ich habe versucht ein bisschen irgendwie das zu filmen, aber man sieht ungefähr gar nichts. Aber ich habe die Chrissy Cosmetics getroffen, ich habe den Alex getroffen, also Alexi Bexi. Und ich bin auch mit dem geredet und so. Ja, dann habe ich noch Beauty Dynamite gesehen, sagen wir es mal, vom Näheren. Dann Obacht habe ich gesehen. Und ja, ich grüße auch alle ganz lieb, falls ihr das seht. Und ja, was ich ein bisschen erschreckend fand, also wo ich mir echt dachte, oha, also dass da manche Leute echt völlig ausgerastet sind. Also da waren teilweise kleine Mädchen, ich weiß nicht, 9 Jahre oder so, die waren dann da am Heulen, weil sie wahrscheinlich nicht da durchgekommen sind zu dem, wo sie auch immer hin wollten. Und da habe ich mir echt so gedacht, so ach du Heilige, in dem Alter, da erstens habe ich dann auch überhaupt keine YouTube-Videos angeguckt, da hatte ich andere Sachen zu tun. Ich will jetzt hier echt keinen angreifen oder so, aber Leute, so jung, das muss ja echt eigentlich nett sein. Also, die waren dann mit ihren Müttern da und dann waren die am Heulen und ich will da unbedingt hin. Also, so schlimm war ich ja noch nicht mal als Teenager, wo Tokyo Hotel da war oder so. Ja, auf jeden Fall war sehr interessant. Viele Leute mal getroffen, war mal ganz cool, die live zu sehen und nicht nur im Video. Ja, ich war jetzt nicht so lange da, weil wir haben uns übelst den Arsch abgefroren, habt ihr ja gesehen. Ja, und jetzt bin ich gleich zu Hause und dann werde ich wahrscheinlich erstmal ein bisschen ausruhen und dann muss ich lernen, weil ich schreibe Dienstag eine Klausur. Ja, und das wär's. Vielleicht filme ich gleich noch was, ich weiß es nicht. Ich verabschiede mich trotzdem nochmal schon mal schnell und ja.